Ja, das Magiebuch. Catherine könnte der Mandel gehören. Habe ich schon ausprobiert, ne? Ja. Okay. You should spar with her. I know nothing about. Mit der Karte weiß ich was nicht. Even with an why not? How did you know this was mine? Thank you, my teacher. Motivation verbessert. A lost item. Something. Why would du würdest nicht zu dem Mantel passen. Unfortunately. Unforge. Impressive. Du nicht. Auch nicht. Aber wenn man der Geralt lange kennt. Alois. Aber Alois ist doch kein Magier. Nee, Moment. Das ist die Karte von jemand. Ist die Karte von jemandem, der Geralt lange kennt? Ich glaube, das ist es. Wo ist Alois? Wo ist Alois? Da hinten. Past. Sorry, it's open to the. Nein. Was? Nicht da? The fuck? Aber wen kennt Geralt denn noch lange? Hier, Ria-Dings. Thomas? Doch, Manuela? Lea? Das könnte nur die sein. Jetzt artet das aber ein Raten aus. Ja, schlimm. Hey. Das ist Ignaz. Lea müsste hier sein. Die hat keine verlorenen Items. Die verliert nichts, die Frau. Die ist allmächtig. Did you hear? The king spilling. No, that's not. No, that. No, that. Nope. Oder der Witz ist, dass Geralt sich selber lange kennt. Haben Sie verlorene Items, Thomas? Professor, even among. Nein, haben sie nicht. Auch gut. Welcher davon ist jetzt? Geralt. Das Geralt. Geralt, ja. Castle Ge- It was by Rick. Hat auch keine verlorenen Items. Ich glaube, man kann doch nicht alle abgeben. Oder ich bin verpeilt. Ich habe noch Aktivitätspunkte, ne? Die Motivation ein bisschen hoch. Ne, zwei sogar noch. Lass mal kochen. Alle nicht in meinem Haus, ne, Bernadette? Mit der koche ich immer. Glück plus zwei. Sounds fun.
Aber sie kocht anscheinend ja auch gerne. A little more secret spice. So. Und wir können noch... was für unseren Glauben tun. I'll keep my voice down. This is no good. Sing from your... So. Unterrichtsbeginn. Ich kann nur Edelgard unterrichten. Edelgard kriegt Axt und Autorität. Alles in Axt rein. Das war's. Professor. Ich sehe, welches Haus du gewählt hast. Ich will mich in die Schlacht stürzen und meine Feinde niedermähen. Und das kann ich am besten mit einer Axt. Hilf mir bitte, meinen Umgang mit der Axt zu verbessern. Ja. Du hast so eh eine Axt. Ist doch gut. Do it. Ja, ich möchte wissen, was Dorothea so macht. Well, I had fun today. Of course. You want to see me again, yes? Of course. I'd love to, Dorothea. Well, macht sich einen Makkaran. So Leute. Oh, hello, Professor. Were you watching that? Gestern war es jemand anders. Yes. Is there a problem with that? Look, I know what I'm doing. My claim as a diva won't last forever, after all. I must look to the future. You might think about doing the same thing. Your beauty, and you're gorgeous, won't last forever. Das Alter bereitet mir keine Sorge. You? Really? I never would have guessed. Anyway, I'm not just playing games with these boys. This is for my future. I very much want to find a good partner here at the Academy. Someone who will take care of me for the rest of my life. Nimm mich. I'm glad you understand. Not everyone appreciates the necessity of taking the initiative while you're still in your prime. Or are you just saying that? Anyway, I value your opinion, Professor, but unless you'd like to take care of me into my old age, yeah. That'd be something, eh? La. I wasn't... You aren't being serious, are you? I was just teasing. Or did you really just consider spending your whole life with me? The thought hadn't crossed my mind before, but come to think of it, that might sound pretty nice. The gates are open. The gates are open. You might even be blushing a bit. Have I embarrassed you? If so, I'm very, very sorry. I should be going anyway. Here's the results. Ach so. I think I got it. Nahkonter, nice. Oh, I zum Bogenschützen, geil. I'm closing in on expertise. Oh fuck, der hat die Waffen gewechselt. Muss ich jetzt auch, eigentlich muss ich ja auch andere Waffen geben. So, eigentlich muss ich jetzt mal chillen. Hat sie jetzt einen Bogen? Ne, hat sie nicht. Sie ist ja okay, muss ich ihm mal geben.
Warte, was ist denn das für ein Bogen? Ein D-Bogen, ein E-Bogen. Ah, okay, da steht's. Okay. Sie kann D-Bögen tragen. Ja, dann nimm den Stahlbogen, ne? So. Und ein neues Schwert kannst du auch gebrauchen. Okay. Sie hat genug Waffen. Sie auch noch, eigentlich. Die Rosthandschuhe können weg. Kann ich gleich machen. Er hat gar nichts mehr. Auch nicht schlecht. Ah, da darf ich aber nicht ins Arsenal gucken bei ihm. Vielleicht deswegen. Vielleicht werden die Bücher auch deswegen. Obwohl, das wird ja. Egal. Er braucht eine neue Lanze auf jeden Fall. C, D haben wir hier. Aber auch eine neue Axt. Sind Wurfbeile das gleiche wie eine normale Axt? Es hat kein extra Zeichen, also müsste ich ihm die auch geben können. Aber sind Wurfbeile so geil? Ein Streittorkolben ist gut gegen gepanzerte Einheiten. Ich vermute aber, dass wir die noch nicht haben werden. So, du kriegst noch einen Stahlbogen mit. Kost. Ah, du hast noch einen Goldbeutel dabei. Du hast das Übungsschwert, nur du kriegst... Ich weiß halt noch nicht, worauf du gehst, aber du kriegst mal ein Stahlschwert, weil das Übungsschwert ist kacke. So. Wo krieg ich denn... Ich keine Bücher gekauft. Oder bin ich blind? Nee. Keine Bücher. Das ist aber belastend. Der kann doch sonst nichts. Vielleicht ist das hier anders? Laden sich die Bücher nach Kämpfen wieder auf? Ich weiß es nicht. Ich hoffe. Heilmittel können wir hier kaufen. Wir hatten nur noch einen. Okay, wieder ein bisschen aufgefüllt. Und wir ruhen uns mal aus. Was brauchen die? Ich habe die ganz schön getriezt. Die Smileys sind hart runtergegangen. Können wir was examinieren? Nee, war Petra bald. So, die machen wir noch. Der Magdrit-Hinterhalt. Thank you very much. Okay. No matter how powerful our enemies may be. There's no need to worry so long as we're with Catherine, the mighty wielder of Thunderbrand. Thunderbrand? You mean you don't know? My weapon is called Thunderbrand. It's one of the hero's relics. A long, long time ago, the goddess bestowed divine weapons upon 10 heroes, which were passed down to their descendants. It's an honor to wield, but I'm afraid there won't be any chance for that today. Our mission is to help clean up the aftermath, not to fight. One must wonder why Lord Lenato would incite such a reckless rebellion. It all goes back to the tragedy of Dusker. Davon habe ich gehört. I remember that day well.
No one saw it coming. Roughly 4 years ago, the King of Fargus was murdered by the people of Dusker. I believe that about sums it up, correct? To put it simply, yes. But there's more to that story. They had accomplices within the kingdom as well. Lord Lenato's son, Kristoff, was one of them. And so he was handed over to the church for execution. Ich richtet Verbrecher hin? Das ist echt. Speaking from the church's perspective, we simply passed judgment according to our doctrine in place of the kingdom, which was in complete chaos. Whatever the truth behind that incident may be, Lord Lenato has harbored resentment toward the church ever since. Well, to be more specific, his grudge isn't only against the church. It's also against the one who turned Kristoff over to them. Report! The enemy is approaching. They can't be avoided. Their numbers are far greater than we predicted. They used the fog to slip past the Knight's perimeter. It looks like our mission just changed, Professor. Everyone, prepare for battle! Thank you so much. Lol, das sind die Online-Rankings, wie die Leute, die rekrutieren. Das ist ja lustig. Thanks. Warum wird Marianne auf Platz 8 noch rekrutiert? Was sind das für Menschen? Marianne ist knuffig. Okay. Mal speichern, damit ich mir den ganzen Kram nochmal anhören muss. Karte. Sehe ich die wegen dem Nebel nicht? Okay. Got it. With this fog, it's impossible to tell where the enemy might be, or how many of them there are. The enemy could be trying to surround us, but they shouldn't have enough soldiers to form a tight circle. Take down anyone who breaks through the fog, and let's push through! That smell. It's fresh blood. It seems the battle has already started within the fog. Proceed with caution. Wait for them to enter your field of view. Auf Schlachtfeldern mit dichtem Nebel können deine Einheiten nur Feinde sehen, die in der Nähe sind. Die Bewegung deiner Einheiten wird unterbrochen, wenn sie auf einen Feind stoßen. Daher solltest du dich vorsichtig vorwärts bewegen. Okay. Sollte es unter deinen Verbündeten wenig Verluste zu beklagen geben, kannst du dann eine Belohnung erhalten. Oh! Die dürfen nicht fliehen. Okay, das ist natürlich... That's my cue. Put me in there. Natürlich, uff. I will prevail. Stay focused. As you wish. Battle. Halt, stopp. I am Ferdinand von Eyre. I will get the victory. Heißt, ich muss den noch zwischendurch heilen. You think we're just gonna do nothing while you try to kill our lord? Ja. Oh fuck. Liebe Gott, nein. Belastend, dass er direkt so einen Bogenschütze rauskommt. Ja, klar, sie wollen. Die One-Hitted halt eiskalt. Ach fuck, das ist ein Bogenschütze. Oh. Bleibt eigentlich nicht mehr dran, ne? Wer weiß, was im Schatten noch rumhockt.
Übungspanzerhände hier voll. Ah, noch geht's euch gut. Noch muss ich euch nicht heilen. Magie ab beim Sammeln. Bei Edelgard lohnt sie natürlich voll, ne? Nicht. Falscher. Falscher. Natürlich sehe ich ihn jetzt nicht. Ah, nice. Da ist jemand. Deswegen hat er gerade auch getroffen. Achso, weil du einen Bogen hast, klar. Stimmt, du hast jetzt auch einen Bogen. Nice. Du bist mein Assassine. Da ist ein Zauberer, das ist natürlich jetzt richtig uncool. Natürlich sitzt da direkt ein Zauberer und nicht irgendwie Nahkämpfer. Belastend. Oh, das ist der Kommandant. Oh, nice. Wow, was ist jetzt los? Schon lange nicht mehr gehabt, so einen Scheiß. Sexbots, nice. Okay, sie one-hitted right. Oh, sie haut daneben. Und sie haut zweimal daneben. Und die Kri- ja, sie hat einfach vier Schläge. Ihr sind sie so komplett safe gegangen, dass sie immer trifft, ey. Aber ist nicht so befriedigend. Das ist gut. Er hat ihn doch gerade angezaubert. Was hat denn der jetzt schon wieder voll KP? Oh, werde ich gerade wahnsinnig. Ach, Moment, ich greife was anderes an. Wir haben was anderes angegriffen. Den Typ da oben. Wir haben schräg gezaubert. Oh, lol. Endverwirrt.
Immer nur Übungs-Items vollnehmen. Ach, scheiße. War der nicht mehr aufgedeckt? Das war belastend. So. There's nothing left to hide you or the filthy central church from the judgment of the goddess. War klar, dass nicht vorbei ist. Also ne, ihr gehört nicht zu mir. Hauptsache der Nebel. Ach Gott, guck mal, da oben sind ja auch noch ohne Ende. Uff. Hinter ihnen auch noch welche, ey. Das ist ja unangenehm. Das ist nicht gut. Oh, Kaspar, bitte nicht sterben, ey. Das sieht nicht gut aus für Kaspar. Das sieht nicht gut aus. Natürlich sind das auch alles Bogenschütze. Alter. I owe you one. Das war knapp, Mann. Alter, war das knapp, Mann. Ich bin so down. So aber auch. Ja, sowieso. Lord Lenato, please don't die. I'm sorry, but I don't believe Lord Lenato has the strength to carry on. So. Die Bogenschützen nerven, Mann. Die nerven echt hart. Sehr belastend. Komm halt nirgendwo dran. Nur mit Bogenschützen. Aber sie kann den. Also es ist, glaube ich, besser, wenn wir. Nicht noch in die Range von dem Axtmann kommen. Yeah.
Nice. Können Sie den platt machen? So, dann haben wir doch ein bisschen ausgedünnt hier. Das ist schon mal viel besser. So, die Axttüten sind die nächsten, die wir jetzt machen. Die macht das schon mit denen. Da brauche ich nicht viel machen. So, die Axttüten. Lord Lenato doesn't deserve such sadness and anger. Now it's. Laber nicht. So. Todesgeheul gelernt. Battalion Level Up. Jawohl. Wer hat denn richtig kassiert, du? Normal hätte ich sie nicht angreifen können. Das geht mit der Technik so schräg. So. Der Axt komme ich zu dem hin. Das ist gut. Dann kann ich mich hier vor den stellen. Und den mit Donner... Oh, das killt den Insel. Nice. So, Axtmenschen weg. Nische. Nice, wollte ich sagen. Nietze. Rostschwert erhalten, okay. Komm, die Gegner haben gar nichts gemacht. Nice. Oh, sie macht auch nichts, weil sie zu weit weg ist. Okay. Das sind Lanzmänner. Lanzi-Kämpfer. Ich konnte da nicht dran. Leider nicht nochmal angegriffen. Ich kriege nur einen Pfeil rein. Das ist ein bisschen ärgerlich. Halt mich an, Insel, wenn ich hier hingehe. Kann ich bringen. Nicht bei der Bogenschützin. Oh, Ferdinand ist ausgewichen. Easy. Und sie macht. Klauen halt alle Kills. Das ist das Problem, wenn sie zu viel macht, kriege ich keine Erfahrungspunkte. Jetzt habe ich sie umsonst hochgestellt. Wiederholen, die Musik ist geil. Mein Gott, wo läuft die denn hin? So. K.
kann ich angreifen von hier. Das ist belastend. Ein Insekt greift mich hier an. Kann mich halt hier hinstellen und ein Item einwerfen, dann bin ich wieder vollgeheilt. Postdox. Nein, stopp. Schick den mal weg. So. Mein Gott. Waren denn hier nur Kack-Items? Gehen halt instant auf die Bogenschützen drauf. Instant gehen sie da drauf. Thank you. Heilen wir die mal, damit die da nicht noch drauf gehen. Ja, komm. Well done. Dann versperren wir den mal den Weg auf den Magier. Und ihn haben wir auch noch. Ferdinand. So. Gucken wir uns jetzt drauf, den Edelgard mit dem Tumult. Das ist nicht gut. Getroffen auch noch. Ist jetzt gestunt? Tumult stunt. Ja, das ist scheiße. Alter. Alle mit Tumulten rein. Also, Bataillon. Aber ging gut in die Hose bei denen. Den kannst du machen. Bitte stirb nicht. Also, sie macht das jetzt die Regel. Was ich da meinen. Und er regelt den. Also, er regelt ihn nicht, aber er macht ihn schon mal an. Er fängt schon mal an. So. Den kriegen wir weg. Das sind so Leute von denen. Den kriegen wir auch weg mit zwei Schlägen. Und dann haben wir hier noch ein. Oh, der ist. Warte mal. Oh, der ist. Uff, ist der. Warte mal. Uff. Das tut weh, aber mir auch. Einen Schritt zurückgehen. Angreifen, Donner. So, jetzt kann er mir nichts mehr. So viel zu, gepanzerte Gegner kommen nicht so schnell. Es macht einen Damage. Gerade man kann hier so durchwechseln. Endgeil. So. Problem gelöst. Tumulte weg. Kann mich nicht bewegen. Irgendeinen heilen, der hart kassiert hat. Für die Erfahrungspunkte. Kannst du dich bewegen, warum auch immer. Achso, weil du gedingst bist, gestunt. Ja, okay.
So, jetzt müsstest du dich wieder bewegen können. Ja, sehr gut. Diese Axttypen. Will ich ja schon fast, dass sie vorgehen. Guck mal, was passiert. You, I will be the one to kill you, no other. You have lost all sense of justice. You want to fight me? So be it. I'll send you to meet your goddess. Greif mit Dena. Okay. Wenn ich näher komme, immer noch. Okay, cool. Wenn ich mit ihr reingehe, natürlich sie. Ja, gut, das ist belastend. Belastotastisch. Hier kann ich aber hin. Ah, nicht mit ihm. Oh, die Schiff, Alter. Hier. Sofort, instant, sobald sie den Radius betritt. Okay, immer noch. Okay. Okay, für sie ist es auch zu krass. Die werden alle sie anhüpfen. Kann es aber hier hinstellen als Bogenschütze, als Heiler hier hin. Kann ich die heilen? Sorry. Die kassieren ja jetzt. So, gucken wir mal, was wir machen. Greift jetzt mich an, weil der andere versperrt ist. Aber es ist okay. Jetzt ist sie dran. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch ein. Oh nein, er ist tot. Okay, ich krieg keine Belohnung. Wupp, wupp. Wo weiß ich nicht, ob ich keine Belohnung krieg. Die Toten werden ja erst nach der Schlacht gezählt, ne? Ich muss auf jeden Fall das Ding hier locken. Moment, er will ja. Er wird mich so oder so angreifen, ne? Das war wieder nur so dummes Gelaber von ihm. Aber ich muss mal den Weg versperren, damit die da nicht durchkommt. Ich will die goldenen Dinger haben. You have been deceived by that witch. Ich sag's mal, der hat gelabert. Aua. Ist ja Wahnsinn. Aber egal, sie kommt da jetzt nicht dran. Überfall. Ja, nur bei dem. Now's our chance. So, Erfahrung erhalten. Was?
Ach, weil der Soldat da steht jetzt. Der Sack hat mir den Weg auch versperrt. So, kriege ich da irgendwie noch einen Bogenschützen hin? Nein, aber sie ihn können unterstützen. Aber sie. Nein, sie können doch. Man hier. Auch nicht. Du! Du kannst das. Können wir ihn ein Examen abhalten lassen. I never thought I'd see Lonato meet this fate. Well done, everyone. Let's gather our troops and go. Oh, ich habe die Belohnung doch bekommen, weil es unter meinen Verbündeten. Keine Verluste gab. Nice. Thank you. Damn it, it was all so pointless. I've never seen so many people utterly heartbroken. Forcing innocent citizens to risk their lives? That man was not a noble, but a monster. What could have pushed Lord Lonato to this point? Everyone was a bit shaken by the militia fighting alongside our enemies. If only everyone could face reality so unflinchingly. The commoners who allied themselves with Lord Lonato believed they were fighting for a just cause. It would be disrespectful to consider them simply victims when they died for what they believed in. Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. Even if our enemies are the gods themselves, we must never lose sight of our goal. I'm surprised to hear you say that. Really, I'm just like Lonato. I, too, will be the sort of ruler who's willing to risk the lives of my citizens in service of a higher cause. It's not possible to change the world without sacrifice. Dying for the greater good is not a death in vain. Professor, I'm afraid this incident is far more serious than anticipated. I found this on Lord Lonato. It's a note that mentions a plan to assassinate Lady Rhea. We can't tell who sent it, so the source is suspect, but the content is too disturbing to ignore. We must report this to Lady Rhea right away. I hope that it's nothing. Oof. I am glad to see that you have returned safely. The goddess is gracious with her divine protection. But it was not only her divine protection that shielded you, was it? You are just as skilled as I had hoped. Natürlich gehört der Dank meinen Studenten. I am not so sure. I heard some of the students were... Wow. ...hesitant about... However, we must punish any sinner who may inflict harm upon believers, even if those sinners are civilians. I pray the students learned a valuable lesson about the fate that awaits all who are foolish enough to point their blades towards the heavens. Our real concern is what Catherine reported. The secret message that was in Lord Lonato's possession. It contained a deplorable plot to target the Archbishop on the day of the Goddess's Rite of Rebirth. The plan seems unrealistic at best. But a threat is a threat. We must maintain constant vigilance. To that end, I would like for you and your students to help with security on the day of the ritual. Wir werden natürlich die Erzbischöfin nicht enttäuschen. That is most reassuring.
You have my gratitude. Langsam blicke ich durch die Charaktere durch. Of paramount importance. It is when the Church of Seros and its believers unite to pray for the return of the goddess. The Archbishop and I will be confined to the Goddess Tower once the ritual begins. Of course, the Knights will be on high alert as well. But there aren't enough of them to keep watch on every corner of the monastery. It is far from ideal to be forced to mobilize students. But the gravity of this situation requires that we all bend to avoid breaking. While there is no need to fear for my safety, we cannot turn a blind eye to those who would blaspheme so heinously. With any luck, this will all be for naught. Still, be on your guard. Speichern. Sehr gut. Uff. Oh, neues Kapitel. Part 1. White clouds. Blue sea moon. The goddess's rite of rebirth. As the sun grows stronger and the nights grow ever shorter, the Blue Sea Star returns to the sky once more. Believed to be the goddess's home, her followers look to the star and commence celebrations of her rebirth. On the grounds of Garrig Mach Monastery, a grand ceremony is held in honor of this much-anticipated event. Every true follower of the Church of Seros is sure to be in attendance. Diese Zwischenkatzen sind irgendwie cool. Bringt halt so Leben in die Story. Also man lernt Hintergründe, warum was gemacht wird. Also wie die da leben halt, meine ich. So. Mensch, ich werde reich, ey. Kaspar hat Geburtstag. Ja, komm, leg mich auf Blumen. Our mission this month is to patrol and set up defenses to stop the assassination plot. I wonder if an assassination attempt is truly the goal of our enemy. Es ist ein Ablenkungsmanöver. Yes, I think so too. A barely concealed secret message trying to distract us from whatever's really going on. Sloppy, to say the least. And while everyone is out searching for a phantom assassin, they'll be free to accomplish their true goal with ease. The monastery houses many valuable weapons. Perhaps that is their aim? I hear the monastery has a treasure vault, too. Seems like the sort of place a foe would like some alone time in. Garrig Mach is immense, and not just above ground, but below as well. Perhaps their aim lies beneath the monastery. It seems to me that we should search the monastery for a clue as to what the enemy might be after. Of course, we must never underestimate the need for preparedness, in case a battle should ensue. A secret meeting, Professor? Aha, Shamir. Oh, we haven't been introduced. Du gesagt, die kommt noch Shamir. Dazu. Shamir is one of the Knights of Seros, and this young man is... I work for Lady Rhea, and I'm Shamir's apprentice. Oh, the name's Cyril. Der wurde ja auch schon gespoilert in der Liste. Yep, I help Lady Rhea with all kinds of stuff. I've got to protect Lady Rhea, so that's why I've got to learn all I can from Shamir. Cyril adores Rhea. That aside, if you need anything, ask. Automatisches Speichern. Das heißt, es ist gespeichert. X-Menü, speichern. Unterstützungsgespräche. Gehen wir mal nächstes Mal. Speichern. So. Dann mache ich jetzt den Stream aus für heute. Reicht auch so lange. 5,55 Stunden. Fast 6 Stunden.